Das Schlimme ist ja an der ganzen Geschichte, ihr könnt ja einfach mal voll nach unten gucken, da wisst ihr ungefähr, wie hoch wir uns gerade hier befinden. Also ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das ist gute 5000 Meter hoch hier. Hier ist die Hauptschaltzentrale. Ich würde, wenn ich jetzt bei dieser Kacke sterbe, ey. Ja, nun? Ja, wo steckt ihr denn? Hier ist voll Stromausfall. Ja, Internet geht auch wieder nicht. Telefon ist auch tot. Das Kabel abschneiden. Was ist hier los? Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Du sagst, du bist gleich da? Ja, dann los. Mach Eilung und beeil dich. Morgen! Ja, morgen, wo bleibst Warum du? Warum ist hier noch keiner? Ja, ich weiß es auch nicht. Hier alles tot. Stromausfall. Ich weiß es nicht. Internet funktioniert auch nicht. Telefon ist auch tot. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich mit dem Marco und Urb Experience hier in einem verlassenen Kraftwerk. Was sich hier im Hintergrund befindet, das ist die Hauptschaltzentrale. Wie ihr seht, hier brennt keine Lampe mehr. Das war ein ehemaliges Kohlekraftwerk. Und wenn ihr Bock habt, bei der Reise mit dabei zu sein, dann kommt einfach mit. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. In diesem Raum befinden sich halt die ganzen Steuereinheiten bzw. die ganzen Sicherungskästen, die ihr hier überall seht, und guckt euch das mal an, wie viele das sind. Dann habt ihr wirklich mal eine kleine Vorstellung, wie groß das Ganze hier ist. Das werden wir jetzt auch gleich noch sehen. Ja, hier konnte halt angezeigt werden, wie die Maschine läuft, ob sie hochtourig läuft, ob sie gut läuft, ob sie schlecht läuft. Alles das wurde hier aufgezeichnet anhand von irgendwelchen Druckern, wo es halt auf Papier gezeichnet wurde. Ja, und so sehen die Kästen halt von innen aus. Und guckt euch das mal an. Die ganzen Schaltschränke hier. Befindet sich die nächste Schaltzentrale, und hier im Hintergrund wurde halt damals von oben Kohle in die ganzen Turbinen eingeführt, verbrannt und somit elektrische Energie gewonnen und Strom erzeugt. Wie gesagt, die alten sind aus Porzellan. Weil die neuen, die hast du jetzt meistens mit Glas. Und das schützt halt. Ja. Ja, dass es nicht ableitet. Und da drin hast du halt das ein Teil Kupferkabel, was da weitergeht. Und die Faser. Durch diese riesigen Gänge hier an, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man hier nicht aufpasst, verläuft man sich bestimmt auch ganz fix. Wenn ihr wisst, für was dieses Tsch steht, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Freunde, guckt euch mal an, wie groß, wie riesig diese Halle hier ist. Im Hintergrund also, in der wir eigentlich drinnen stehen. Und hier befinden sich auch noch die ganzen Generatoren, wo halt oben das ganze, die ganze Kohle reingeflossen ist oder reingeworfen wurde, um diese halt zu verbrennen, um daraus elektrischen Strom zu erzeugen. Hier hast du ein geiles Bild. Hier konnte zum Beispiel, was war das gewesen? Irgendein Überdruckventil gesteuert werden. Auf jeden Fall. Das hier sind die ganzen Brennöfen hier. Mit Luken, um zu schauen, ob die Verbrennung halt ordnungsgemäß vonstatten geht. Ja, und da konntet ihr hier kontrollieren. Kann man das sehen? Ja, schlecht, ne? Okay, hier finden wir auch noch mal einen Raum. Oh, noch mal eine Schaltzentrale hier. Ich nehme an, hier wurden die ganzen Brennöfen gesteuert. Und ihr habt ja auch wieder Schreibgeräte. Und so sieht dieser Schaltraum von hinten aus.
wo die ganze Elektrik lang lief. Wir schauen jetzt mal hoch und wie ihr vielleicht wisst, habe ich mega Höhenangst, aber ich gebe euch das jetzt trotzdem, weil ich es euch nicht vorenthalten will. Okay, weiter geht's. Alles klappert hier und knarkst und Staub gibt's ja auch. Und da geht's noch weiter hoch. Das Schlimme ist ja an der ganzen Geschichte, ihr könnt hier einfach mal voll nach unten gucken, da wisst ihr ungefähr, wie hoch wir uns gerade hier befinden. Und es geht noch höher. Boah. Das ist mir echt gar nichts hier. Boah. Oh, Freunde. Man hält sich schon fest irgendwie. Boah. Aber das ist mir gar nichts hier, ey. Absolut überhaupt nicht. Ja, zum Glück bin ich da nicht alleine. Scheiße. Leute, wenn ihr zu Hause seid, ja, vielleicht in einem Hochhaus, mag das ja alles noch gehen, aber hier, vor allem wenn man die Location nicht kennt vorher, ist das echt ein bisschen creepy. Habt ihr auch noch mal Luken? Das Seite gehen wir runter, da sind normale Betontreppen. Wieso können wir die nicht hochgehen? Und alles wackelt hier, ey. Boah, ich schätze mir gleich ein. Leute, hammerhart. Ja, wo sind die Treppen? Erzähl mal. Scheiße, Freunde. Boah. Alles für euch. Alles für euch. Alles für euch. Boah. Ja. Nicht nach unten. Ja, yeah, wo geht die Treppe lang? Da vorne rechts. Und dann sind wir, das ist die höchste Ebene. Und du gehst die Leiter hoch, dann ist die dann gleich da. Hammerhart, ey. Ja, nee, das schaffe ich schon. Ja, los, komm. Ja, dann nimm. Wie kann man das machen? Wie nehme ich auf? Ja, du nimmst schon auf. Guckt euch den Schisser an. Ist mir egal, ey. Ich lieber Schisser. Er war sicher unterwegs. Boah, krass. Ja, wo geht's jetzt wieder runter? Tja, ich verstehe nicht, warum man so viel Angst haben kann. Es ist doch nicht hoch hier. Ja, Freunde, guck mal, ich habe mich immer festgehalten hier die ganze Zeit. Jetzt guckt euch mal die Hände an, ey. Wie kriege ich die wieder sauber? Scheiße. Hammer. Ich schwenk mal meine Kamera. Man kann gar nicht sehen, wie tief das hier ist. Also bestimmt so 1560 Meter oder so. Mindestens. Und hier vibriert der ganze Boden, wenn wir laufen. Oh mein Gott, ey. Das ist auf jeden Fall krass, das mal von oben zu sehen, auch wenn ich mega Höhenangst habe und uah, wenn ihr da runter guckt. Leute, ey, ich sterbe, ey. Hammerhart. Hier, Markus, was für eine Kamera? Boah. Nee, warte. Wir hatten ja dieses Kraftwerk bei uns gehabt, was wir auch schon auf diesem Kanal haben oder ich auf meinem Kanal habe. Und hier seht ihr auch nochmal schön, hier waren die Förderbänder gewesen und hier konnten die Gerätschaften hin und her gefahren werden, um die Kohle in die einzelnen Kessel abzulassen. Das ist hier einfach mal gigantisch größer, also viel, viel größer als bei uns. Da hinten geht es ja nochmal genauso weit wie dahinter. Ob ich heute lebendig rauskomme, seht ihr, wenn das Video online geht. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich es nicht geschafft. Es geht noch weiter nach oben. Uah, guckt euch das mal an. Hammerhart, ey. Leute. Uah. Es ist echt busy. Absolut. Ey, hier hat irgendjemand hingekackt. Aber das nicht zu wenig. Was war das für ein Tier? Oder war das ein Mensch? Also ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das ist gute 5000 Meter hoch hier. Ja? Fast wie aus dem Flugzeug. Man kann ja fast mit der Hand die Wolken berühren. Oh ja. Boah. Leute. Ich habe schon ein paar Mal rausgefilmt. Oh. Oh, die Bekloppten hier rennen noch im Dach rum, ey. Ach du Scheiße, ey. Genau, das ist noch viel schlimmer als hoch, ey.
Richtig. Ganz da unten gucken, ne? Ist das nicht schön? Ja, ist richtig schön. Das ist schön. Zum Glück ganz da unten gucken, ey. Habt ihr eine Macke oder was? Ja. Oh, Mann. Hat irgendjemand von euch Wasser im Auto? Ja, hier. Das wäre ganz cool, mal so ein bisschen die Hände zu waschen, wenn das ging. Ja. Ich muss euch halt auch so aus wie Neger oder so. Boah, Leute. Boah! Guckt mal nach unten, Leute. Ich tue es nicht. Ich auch nicht. Und ich habe zittrige Beine. Ach ja, ich muss aufpassen, hier fehlt eine Dinge. Was? Aufpassen, hier fehlt eine Dinge. Ich glaube, sofort jetzt in andere Richtung. Ich würde, wenn ich jetzt bei dieser Kacke sterbe, ey. Was? Nee. Wahrscheinlich sind wir da verkrüppelt. Ey, an einem Samstag stirbt man nicht. Genau. Boah, ey, Leute. Alles wackelt hier. Vielleicht sind es auch meine Knie, ich weiß es nicht. Ja, nur weitere 50 Meter und haben wir es geschafft. Ja, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem kleinen oder größeren Video diesmal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Den Beben werde ich auf jeden Fall noch in der Infobox verlinken. Da steht er mit seiner Freundin. Mit dabei auch Olli und Tini. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.